Assassin's Creed Valhalla hat ein riesiges, sehr cooles Update bekommen. Es gibt 7 gratis Gegenstände zum Abstauben. Wir schauen sie uns alle im Detail an. Und top gibt's auch so noch ein paar richtig geile Sachen zu diesem Update. Wer sich da nicht einloggt, den kann man auf jeden Fall nicht weiterhelfen. Bleibt dran! Servus Wikinger, schön, dass ihr dran geblieben seid. Normalerweise springen immer 30% der Leute direkt am Anfang ab. Bestimmt hier auch in diesem Video, den kann man halt dann auch leider nicht mehr helfen. Natürlich äußerst belastend, aber Hauptsache ihr seid dran geblieben. Ich hoffe, der neue Hintergrund gefällt euch. Wer das letzte Valhalla-Video gesehen hat, da war noch der alte Hintergrund drin. Wer natürlich bei mir Far Cry 6 Videos und Monster Hunter Videos anguckt, sollte eigentlich schon den neuen Hintergrund ja gesehen haben. Persönlich, mir gefällt er extrem gut. Habe ihn von Ubisoft zugeschickt bekommen, die 2 fetten Pappsteller. Heute geht es um ein richtig geiles Update, nämlich Viking Age, die Discovery Tour für Valhalla ist meine allererste Discovery Tour. Die letzten 2 von Origins und Odyssey habe ich nicht gezockt, wüsste ich auf jeden Fall nicht mehr, kann mich nicht mehr daran erinnern. Und ich muss ehrlich sagen, das Ding ist schon extrem cool. Man erfährt nochmal ein bisschen mehr über die Wikinger von der Geschichte her und auch nochmal was von England. Und ich muss ehrlich sagen, das wurde einfach von Ubisoft sehr genial umgesetzt. Ja, am Anfang hatte ich so ein bisschen Witcher-Feeling, fand ich mega geil. Man kann 7 verschiedene Gegenstände abschließen. Und so natürlich dann in seiner Siedlung bei Eivor etc. alles neu equippen, was natürlich super geil ist. Und man kann sogar die Discovery Tour in Ego-Perspektive genießen. Und das sollte man mal wirklich in Valhalla machen. Das bringt eine ganz andere Atmosphäre, ein ganz anderes Spielgefühl mit sich. Ich finde es extrem geil. Schreibt mal gern in die Kommentare auch rein, was ihr dazu sagt. Geil Ego-Perspektive oder eher nicht so, aber ich fand, es war extrem nice. Ihr seht es hier auch mal eingeblendet. Man ist einfach dichter am Geschehen dran, dichter an der Open World und man nimmt das ganz anders wahr. Ich fand es echt genial und ich bin fast nur in der Ego-Perspektive in der Discovery Tour rumgelaufen und würde es mir echt wünschen, wenn man irgendwie optional das auch umschalten könnte mit Eivor, dass man da auch in der Ego-Perspektive laufen und auch kämpfen kann. Und wenn man möchte, kann man natürlich auch in die andere Perspektive umschalten. Ich fand es auf jeden Fall sehr geil und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr den großen Gigabyte-Patch runtergeladen habt, dann startet ihr die Discovery Tour einfach im Hauptmenü. Ihr müsst nicht euch in euren Eivor einloggen, sondern einfach ins Hauptmenü Discovery Tour und dann geht die Reise zu den Wikingern nach Norwegen schon los und wird eben richtig geil erklärt, wie damals halt einige Sachen funktioniert haben, wie eben die Wikinger aus Norwegen rüber England rüber geschippt sind. Und ja, es sind sehr coole Charaktere, die man dort spielen kann. Unter anderem eben jetzt hier ein neuer Charakter. Deutsche Synchro finde ich extrem gut gelungen. Später spielt man dann zum Beispiel auch den König von England. Und ja, es ist einfach echt nice gemacht. Man kommt sogar bei den Riesen vorbei. In Jotunheim ist man sogar... Es sind 8 verschiedene Missionen, die man eben mit verschiedenen Charakteren abschließt und bekommt eben Wissen, geschichtliches Wissen von den Wikingern und eben auch von England, was damals eben vorgefallen ist zwischen diesen beiden, wie soll ich sagen, zwischen diesen beiden Ländern. Und das ist echt richtig geil umgesetzt. Bei jeder Quest, die man eben erfolgreich abschließt, gibt es eigentlich eine Belohnung. Ihr seht hier auch mal die verschiedenen Belohnungen eingeblendet. Es ist ein Schwert dabei, es ist eine Rüstung dabei, es ist ein Reittier dabei, es ist ein Schiff dabei, etwas für die Siedlung, ein neuer Rabenskin, und das lohnt sich auf jeden Fall abzuschließen und zu holen. Wir schauen uns die Sachen auch gleich im Detail an, aber auch allgemein die Story, die Geschichte ist echt cool geschrieben, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ist auf jeden Fall einen Blick wert. Ich kann es euch nur empfehlen. Wenn ihr in der Discovery Tour eingeloggt seid, könnt ihr ins Menü unter die Codex-Seiten gehen. Auf der rechten Seite seht ihr auch die ganzen Belohnungen, die ihr eben nochmal abstauben müsst. Dann könnt ihr auch genau sehen, was ihr für eine Quest abschließen müsst, um eben dann einen Gegenstand zu erhalten. Aber einfach alle 8 Missionen durchspielen und dann habt ihr auf jeden Fall alle Gegenstände. Man kann circa, ich würde sagen, auf jeden Fall 2 Stunden die Discovery Tour absolut genießen. Wahrscheinlich auch eher 3, 4, 5, 6. Kommt natürlich drauf an, wie viel man nebenher sich durchliest. Es gibt eben eine Hauptstory, wo man durch kann, 8 Missionen, und nebenher kann man natürlich noch viel anklicken. Manche Sachen sind auch vertont, die werden dann einem vorgelesen, andere nicht, und kann dann eben entweder, wie soll ich sagen, verschiedene goldene Punkte abarbeiten oder zum Beispiel auch diese grünen Punkte, und dann bekommt man immer mehr Wissen eben über die Wikinger. So, meine Freunde der gepflegten Unterhaltung, wir schauen uns jetzt die ganzen Gegenstände noch an von der Discovery Tour. Das lohnt sich wirklich. Ihr seht auch, ey, wo habe ich schon die neue Rüstung angezogen. Ihr müsst dann einfach euch aus der Discovery Tour ausloggen. Da ist aktuell auf jeden Fall ein Bug noch auf PC. Ich will zurück ins Hauptmenü.
Aber das Spiel beendet sich. Man muss auf jeden Fall Ubisoft noch was fixen. Müsst das Spiel dann wahrscheinlich auch neu starten. Loggt euch mit Eivor ein und dann könnt ihr eben auf der rechten Seite rattern dann die Gegenstände runter und ihr könnt euch die neuen Sachen anziehen. Wie gesagt, das ist jetzt hier die neue Rüstung. Find's krass mit dem Helm, muss ich ganz ehrlich sagen. Erinnert mich eher an so einen Spartiat-Helm. Bin ich ganz ehrlich, ist aber ja von einem der Charaktere, würde ich sagen, ich glaube, von dem Charakter, den man als allererstes gespielt hat, da hatte ich auch ein bisschen Witcher-Feeling mit der Musik. Die allererste Mission war schon richtig cool. Ansonsten gibt es ein echt nices Schwert, das zeige ich euch hier mal. Wir gehen gleich auf die Werte drauf ein. Zack, hier haben wir das neue Einhand-Kurzschwert, heißt es ja in Assassin's Creed Valhalla, finde ich echt schick. Und man sieht auch ganz leicht schon die Tattoos, die ich meinem Charakter angezogen habe. Finde es echt eine coole Rüstung, wenn wir mal ganz kurz die Kapuze anziehen. Hoppala, da war die falsche Taste. Uno momento. So, jetzt ist der Kollege aus dem Kampf draußen. Und dann sieht das Ganze nämlich so aus. Von den Werten her ist diese Rüstung gar nicht so schlecht, löst natürlich nicht die beste Rüstung im Spiel ab. Die Paladin-Rüstung, seht ihr hier noch, ist absolut gestört. Hier bekommt man Betäubung, wird nach einer Tötung erhöht. Zusätzliche Verbesserungen für Tempo sind zwei solide Werte. Tempo-Verbesserung finde ich echt cool, weil man eben dann schneller angreifen kann. Ihr seht hier auch nochmal separat die Werte, die die Rüstung mit sich bringt. Man kann also wirklich gut mit dieser Rüstung spielen, wenn man eben auf Betäubung setzt. Ansonsten, was das Schwert hat, schauen wir uns auch gleich im Detail an. Passt im Endeffekt perfekt zu der neuen Rüstung. Seht ihr hier, ist auch schon komplett abgegradet auf die Max-Stufe. Das ist sehr zuvorkommend von Ubisoft, muss ich sagen. Direkt auf Gold und maximaler Wert. Ihr seht hier, Betäubung wird nach einem Abschluss erhöht. Heißt, wenn man eine Combo abschließt, wird auch nochmal die Betäubung erhöht. Und man kann eben hier sehr stark auf Betäubung mit der Rüstung und inklusive des Schwerts setzen. Was ich schon cool finde. Und die Betäubung ist jetzt auch nicht so weit unten. Mit 179 Punkte nehmen wir uns jetzt hier ein Hammer, der ist 193, der ist nur 187, also das ist wirklich okay, die Betäubung bei diesem Kurzschwert, was ich echt gut finde. Die Rüstung übrigens auch komplett abgegradet und eben auf Gold, wirklich sehr cool von Ubisoft. Finde ich nice, dass sie das gemacht haben. Ansonsten gibt es auch einen komplett neuen Schiffsskin, den schauen wir uns auch mal an, den hatte ich schon ausgerüstet. Könnt ihr schon mal einen kleinen Blick hier auf die Seeschlange werfen. Wir gehen aber mal ganz kurz hier zu dieser Dame. Und hier seht ihr, das Ganze ist ein komplettes Schiffsdesign. Ihr seht hier einmal alles durch. Könnt ihr auch hier nochmal klein anschauen. Gefällt mir. Gerade die Schilde sehen echt cool aus. Und auch vorne der Bug, das Heck. Ne, es müsste der Bug sein. Heck ist, glaube ich, hinten. Bug ist vorne, wenn ich da richtig liege. Beides sieht aber echt cool aus. Wir schauen es nochmal hier in groß an. Gerade der Kopf vorne. Diese Statue. Echt, echt nice. Sieht auf jeden Fall böse aus, würde ich sagen. Aktuell jetzt eben mein Schiffsskin, auch mit dem blauen Segel, hat Ubisoft echt cool designt. Ansonsten gibt es eben auch noch ein neues Pferd, es gibt einen neuen Rabe und es gibt auch noch neue Gegenstände für unsere Siedlung. Und wir werden mal oben schauen. Tattoos gibt es übrigens auch neue, das ist auch richtig schick. Wir gehen jetzt hier erstmal ganz kurz die Gegenstände anschauen. Die Verzierungen, was haben wir hier an neuen Gegenständen erhalten? Lass mich mal ganz kurz gucken, ich dachte, da wäre ein Dings gewesen, dass die hervorgehoben sind, weil ich sie noch nicht equipped hatte. Da haben wir leider ein Problem. Ich weiß nämlich nicht ganz genau, welche das waren. Es war auf jeden Fall das Ding, ist auf jeden Fall neu. Das ist neu. Das hier. So ein kleiner komischer Baum mit fetten Knubbeln. Dann haben wir jetzt hier so eine Urne, um die geht's auch in der Discovery Tour. Nette kleine Story. Ich glaube, das hier ist ebenfalls noch neu. Zack. Und ich glaube, dass dieser Rams-Sundritzung, was auch immer, das müsste, glaube ich, auch noch neu sein. Die kenne ich auf jeden Fall nicht. Genau, das ist auch nochmal, wo man oben eben so ein paar Runen hat. Wer mehr über diese Runen wissen will, was sie bedeuten, der sollte auf jeden Fall die Discovery Tour spielen. Sind echt interessante Sachen mit dabei. Dann gehen wir mal ganz kurz hier zum Tätowierer. Da gibt es eben drei neue Tattoos. Auch für jedes Körperpart eins. Für den Kopf ein neues, für die Brust, für den Rücken und auch für die Arme. Seht ihr auch hier, wenn ich ganz runtergehe an der Seite. Muss sagen, sieht cool aus. Eher so eine Bemalung als ein Tattoo, weil es halt ja schon sehr farblich ist, muss man ganz ehrlich sagen. Finde ich, sieht echt schick aus. Hier seht ihr auch sehr gut die verschiedenen Arme und auch gleich den Rücken. Wem es gefällt, auf jeden Fall abstauben und die Missionen in der Discovery Tour abschließen. So, dann gehen wir einmal kurz rüber und zwar zum Pferdestall. Dort können wir uns das neue Reittier anschauen und auch den neuen Rabenskin. Das machen wir einmal ganz kurz. Das eine Pferd finde ich einfach schrecklich.
dieses rosa Pferd ohne diesen Schwanz da so richtig. Einfach seltsam. So, wir gehen drauf. Ihr seht hier oben das Pferd von der Discovery Tour. Ist jetzt nicht so ultra besonders. Ist weiß gehalten. Ansonsten gibt es Uno Momento den neuen Rabenskin hier. Der sieht echt cool aus. Ist eher so ein, ja, ist eher so ein Falke und kein Rabe mehr. Setzen wir uns mal kurz aufs Pferd drauf. Ja, da steht es, glaube ich, schon, oder ist das? Nee, das ist nicht unseres. Hoppla. Warte mal, wo waren hier wieder? Oh, ich habe so lange nicht mehr Valhalla gespielt. So, Reittier war auf der linken Seite. Das ist das neue Reittier. Finde ich jetzt nichts Besonderes. Ist soweit in Ordnung. Kann man sich eben mit abstauben. Was cool ist, finde ich echt diesen Rabenskin. Ja, ist jetzt eher so ein Falke. Das ist schon sehr schick. Bin gespannt, was ihr zu Discovery Tour sagt. Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Vergesst es auch nicht mit der Ego-Perspektive. Also, ich würde mich wirklich freuen, wenn man da umschalten könnte zwischen Ego und eben Third Person. Wäre wirklich eine nice Sache. Das war's soweit vom Video. Ich hoffe, es hat euch informiert, hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten, wer nichts zu Valhalla verpassen möchte, kann gerne mit dem Abo dabei bleiben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.